Hallo Freunde, willkommen zu diesem neuen Video. Heute schauen wir uns das Amicus von Kaiser an. Das ist ein kompaktes und günstiges Einhandklappmesser mit Buttonlock. Sehr sexy. Vorab, das Video ist nicht gesponsert. Ich habe mir das Messer von meinem eigenen Geld gekauft und es gibt auch keine Kooperation oder ähnliches. Sprechen wir gleich zu Beginn mal den Elefanten im Raum an. Was zum... Das Amicus ist ein Einhandklappmesser, das sich eben einhändig öffnen und schließen lässt und es hat eine feststellbare, arretierende Klinge und damit ist dieses Messer zum aktuellen Zeitpunkt nicht 42a-konform, das heißt in Deutschland dürft ihr das nicht in der Öffentlichkeit mit euch führen. Die beliebte Ausnahmeregelung mit dem allgemein anerkannten Zweck, da würde ich mich generell bei Einhandmessern nicht unbedingt immer drauf verlassen. Vor allen Dingen aber auch beim Amicus kommt noch erschwerend hinzu, durch die schwarzen Griffschalen und die schwarz beschichtete Klinge wirkt das Messer halt schon ein bisschen taktisch und das erhöht nicht unbedingt die Chance, dass ihr da bei einer Kontrolle mit durchkommt. Und wie auch immer, jetzt schauen wir uns das Messer mal aus der Nähe im Detail an. Das Amicus ist schön kompakt gebaut und hat eine schwarz beschichtete Drophand-Klinge in dieser Variante. Es gibt es auch nochmal mit unbeschichteter Klinge. Wir haben hier ein Sabergrind, kann man eigentlich schon nennen. Moment, ich halte mal so ins Licht. Da sieht man hier so eine Art Sabergrind im Grunde. Finde ich bei Outdoor-Messern immer ganz wichtig. Jetzt hier bei so einem EDC-Messer ist mir das aber ziemlich wurscht. Außerdem haben wir hier oben noch ein Chimping. Da bin ich ja eigentlich kein so Fan von, aber hier hält sich das wirklich in Grenzen. Es ist auch angenehm abgerundet. Also das stört mich jetzt eigentlich gar nicht. Beim Klingenstahl hat Kaiser sich hier für den 9CR18 MOV entschieden. Das ist ja eine Legierung, die von Marketingabteilungen auch immer gerne so als chinesischer High-End-Stahl bezeichnet wird. Nach westlichen Standards, da bin ich ja schon in meinem anderen Review drauf eingegangen zum Wanger Outdoor Cutter, nach westlichen Standards entspricht das halt so 440B bis 440C, je nach Herstellungsverfahren. Also es ist bestenfalls ein brauchbarer Durchschnittsstahl nach westlichen Standards, aber auf gar keinen Fall ein High-End-Stahl. Macht den Stahl jetzt aber auch nicht schlecht. Also ich finde den genauso brauchbar wie den 440C. Also wirklich in der Preisklasse ein guter Stahl, den man da auf jeden Fall benutzen kann. Nur halt eben kein High-End-Stahl. Das Amicus wäre auf jeden Fall EDC-tauglich, wenn man es denn führen dürfte. Es ist schön kompakt gebaut. Es hat eine Klingenlänge von 7,5 cm und eine Klingenstärke von 2,8 mm, also noch ausreichend stark. Und es wiegt insgesamt nur 79 Gramm. Es ist also auch angenehm in der Hosentasche zu tragen. Die Griffschalen sind aus G10, sind außen schön texturiert für einen guten Grip und innen skelettiert, um dann noch Gewicht einzusparen. Dann haben wir hier vorne einen Fingerguard, der ist mir immer sehr wichtig. So eine leichte Ausbuchtung. Dann haben wir auch hier hinten noch eine Lanyard-Öse, zum Beispiel für eine Paracord-Handschlaufe. Und die Ränder der Griffschalen sind angenehm abgerundet. Das fühlt sich also richtig gut in der Hand an. Was sich nicht so gut in der Hand anfühlt, das ist der Clip. Aber da muss ich sagen, ich bin da auch echt eine kleine Diva, was Pocket Clips angeht. Der Clip hier ist jetzt auch nur durchschnittlich groß, also es dürfte für euch passen auf jeden Fall. Es handelt sich dabei um einen Deep Carry Pocket Clip, der lässt sich auf Wunsch auch auf die andere Seite umsetzen oder auch, wer mag, ganz weglassen. Und schauen wir uns mal kurz an, wie der hier in der Tasche sitzen würde, in der Hosentasche. Ja, da verschwindet das Messer eigentlich so ziemlich gut in der Tasche. Für mich hat die Feder, der Stahl, also es ist nicht zu extrem. Manche mögen es ja, dass er so fest ist, dass man das kaum in die Hose kriegt, aber ich möchte auch nicht, dass die Hose aufgerubbelt wird, nur wegen dem Pocket Clip. Also ich finde, dass das Messer noch auf jeden Fall sicher genug sitzt. Also wenn ich jetzt hier von unten dagegen drücke, ja, es würde sich lösen. Also es sitzt nicht so bombenfest, dass man das wirklich nur mit Gewalt rauskriegt. Aber das ist für mich eigentlich so die ideale Klammerstärke, sage ich mal. Kommen wir jetzt zum Flipper-Mechanismus. Das Lager ist, soweit ich das sagen kann, präzise gebaut und funktioniert sehr gut. Und es läuft vor allen Dingen butterweich. Also das macht richtig Spaß, das zu flippern. Da kratzt nichts, also wie gesagt, butterweich. Als Arretierung haben wir hier wie gesagt einen Buttonlock und der Button, der steht ja auch so ein bisschen über, steht ein bisschen raus. Das ist also kein planliegender Button, sondern ja, der steht einfach so ein bisschen raus. Aber ich finde, den Druck, den man hier ausüben muss, damit die Klinge entriegelt, ist wirklich ausreichend stark. Also da muss man schon gewollt drauf drücken. Es reicht also nicht, wenn ich hier zum Beispiel einfach nur mit dem Daumen drauf komme.
da passiert nichts. Also man muss schon richtig feste drücken, damit das Ding dann auch entriegelt. Für mich reicht das auf jeden Fall. Wenn ihr lieber eine sehr, sehr schwergängige Entriegelung haben möchtet oder einen komplett plan liegenden Button, dann ist das Messer vielleicht nichts für euch, aber in puncto Sicherheit ist die Entriegelung hier auf jeden Fall gut gemacht, finde ich. Apropos Sicherheit, besteht hier eigentlich die Gefahr, dass man sich mit dem Finger auszusehen an der Schneide oder an der Spitze hier verletzen könnte, also im eingeklappten Zustand. Das ist ja auch immer eine Sache, die man bei einem Klappmesser auf jeden Fall prüfen sollte. Und hier beim Amicus kann ich sagen, ich habe es versucht oder getestet und sowohl die Spitze als auch die Schneide liegen weit genug im Gehäuse drin, also in den Griffschalen, dass die im eingeklappten Zustand, also selbst wenn ich jetzt hier draufdrücke, feste, da passiert nichts, da kann ich mich nicht verletzen. Beim Cataclyst von Böker zum Beispiel sieht das ganz anders aus. Da habe ich mich böse verletzt und das Messerchen nehme ich auch nicht mehr mit, obwohl das sogar 42A-konform wäre, aber viel zu gefährlich. Und hier aber beim Amicus absolut kein Problem. Bin ich sehr froh drüber. Das ist auf jeden Fall gut gelöst. So, und jetzt am Schluss würde ich sagen, machen wir noch einen ganz kurzen Schnitttest. Die Klinge ist noch kaum benutzt, so gut wie gar nicht. Das hier ist also im Grunde noch der Auslieferzustand, die Werksschärfe. Mal schauen. Ah, wunderbar. Dann haben wir hier ein dickes Mehrzweckseil aus Kunststofffasern. Ja, das geht durch wie Butter. Und vielleicht hier noch unser 1 cm dickes Jute-Seil aus Handfasern. Das ist schon immer eher eine Herausforderung. Oh, oder auch nicht. Also ich kann sagen, das Messer ist im Werkszustand auf jeden Fall schön schnittig. Das gefällt mir sehr gut. Eine gute Werksschärfe. Natürlich kann man oder muss man ja sowieso irgendwann auch nachschärfen. Aber ab Werk ist es auch schon ganz gut vorgeschärft und das finde ich super. Mein persönliches Fazit zum Amicus von Kaiser. Das Amicus ist ein kompaktes, günstiges und gut verarbeitetes Einhandklappmesser. Es hat eine gute Handlage und vor allen Dingen ein butterweiches Lager. Damit macht das Flippern richtig Spaß. Die Arretierung der Buttonlock funktioniert sehr gut. Also ich habe hier keine Sicherheitsbedenken, dass das hier irgendwie Probleme geben könnte. Es arretiert sicher und es geht auch, die Entriegelung geht nicht so leicht auf. Also für mich passt das persönlich. Auch ansonsten, was die Sicherheit angeht, also im zusammengeklappten Zustand, ist die Schneide und auch die Spitze, die liegen beide weit genug im Gehäuse drin, dass man sich hier nicht irgendwie außersehen verletzen kann oder sich die Klamotten kaputt macht, wenn das Messer zum Beispiel in der Tasche steckt. Also das ist wirklich super gelöst. Durch die feststellbare Klinge ist dieses Messer, wie gesagt, für die breite Masse in Deutschland leider nicht zum Führen geeignet bzw. nicht erlaubt. Trotzdem ist das Amicus ein wirklich, wirklich tolles Messerchen. Demnächst zeige ich euch übrigens auch noch ein 42A-konformes Einhandmesser. Und falls ihr ein solches besitzt, also ein Slipjoint-Einhandmesser, und ihr mir das empfehlen könnt, schreibt mir das bitte in die Kommentare, weil ich suche immer noch händeringend nach einem guten Messer, an dem man sich nicht verletzen kann. Und im nächsten Review werdet ihr einen sehen, bei dem das leider nicht zutrifft.